Und damit willkommen zurück bei Midnight Club 2 und das Finale von Los Angeles, wenn man so sagen kann. Wir fahren gegen einen, gegen den Champion in seiner Viper. Und wir fahren mit einem AX7. Beziehungsweise im Spiel Monstro. Mal sehen, ob wir es schaffen werden. Die Viper ist ziemlich cool, finde ich. Also, auch im Spiel. Und hiernach geht's in eine andere Stadt. Es gibt ja drei Städte im Spiel. Und hiernach geht's in eine europäische Stadt, die jetzt nicht ultra weit von Deutschland entfernt ist. Aber, naja. Man wird's sehen. Aber erstmal geht's hier um die City Champion-Dings da. Und gerade können wir dem noch gut wegziehen. So. Und jetzt wird es etwas kompliziert für mich, weil ich hier gerne mal falsch abbiege. So, aber das können wir gleich hier auf den langen Geraden aufholen. Und hier runterspringen. Und der Wagen kommt halt, wenn man driftet, super um die Kurven. Also da steht er dem anderen nichts nach. Oh Gott, da werde ich fast weggedreht. Ich glaube, mein Nitro benutze ich dann wieder auf dem Highway. Bin ich falsch gefahren? Okay, nee. Also an sich ja, bin ich, aber nicht so fatal, dass es jetzt komplett zu Ende wäre, das Rennen. Für mich. Und ich neu starten könnte. So, und jetzt hier mit schön viel Geschwindigkeit keinen anderen berühren. Da muss man auch mal so an der Seite lang schleifen. So. Jetzt kommt noch die Polizei, die ist aber zu langsam. So. Und jetzt darf ich nur hier nicht hängen bleiben. Ja, ist klar. Und man wird ja auch noch so schlecht zurückgesetzt. Ja, diese Stelle hasse ich einfach. Stelle ist halt so mit Controller easy. Also, naja, sie ist jetzt, glaube ich, mit Controller nicht sonderlich schwer. Weil man halt so dieses Feinlenken hat, aber bei der Tastatur hast du halt nur Volllenken oder gar nicht lenken. Und das ist dann so schwer, vor allem bei so einer sensiblen Steuerung. Das ist halt schade, aber kann man natürlich auch nicht ändern. Mal sehen, vielleicht werde ich dann auch cutten.
Also bis zu dieser Stelle. Ey, diese NPCs, ne? Also man merkt, ich bin ein bisschen abgefuckt von der Stelle, aber okay. So, jetzt muss ich nur irgendwie wieder Anschluss, Aufschluss finden. What the? Okay, ich bin darin kaputt gegangen. Das tut mir nicht leid. Ich meine, wenn er so blöd rüberzieht. Man sieht ja, dass Gegenverkehr kommt. So, und dann nutze ich auch mal mein Nitro, auch wenn es jetzt nicht so schlau ist. So. Vielleicht hätte ich da wieder einen Burnout machen sollen, aber naja. So. Das war knapp. Ich versuche jetzt einfach nur noch die anderen abzuwehren. So, links, links. So, jetzt kommt gleich wieder diese Stelle. Erstmal kommt die Polizei. So, jetzt. Warum? Ich hab's ja vorhin fast geschafft. Und dann... Oh nein, 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 nein. Und dann bin ich ja so ganz leicht davon weg und dann war es weg. Sag ich mal so. Ob das jetzt grammatikalisch Sinn gemacht hat, ist mir jetzt auch egal. Aber zumindest haben wir es so einen zweiten Versuch. Und zwar ziemlich knapp. Ja, fast eine Sekunde. Es geht, aber. This kid got something, but he ain't seen the dice in full effect. Let's not waste more of my time. Drive! Ja, okay, wir fahren. So, und jetzt sieht's aus, als ob wir erstmal so Freestyle durch die ganze Stadt müssen. Backt der zum Glück gar nicht. So, jetzt zeigt sich, wie gut man die Stadt kennt. Ja, und ich glaube, hiermit komme ich schon mal ganz gut voran. So, jetzt noch nicht rechts, jetzt rechts.
Okay, das ist wirklich in den Bergen. Glück gehabt. Natürlich. Danke, Verkehr. Ich mag dich auch nicht. Aber noch ist ja nicht alles verloren. Weil ich glaube, die meisten von denen haben noch Nitro Boost. Okay, also der Diva, Siva, ich weiß, ich hab mir den Namen nicht gemerkt. Dice. So, jetzt, Dice. Hat auch kein Nitro mehr, schon mal gut. Oh, und rammt mich fast weg. Weil solche Rennen auch ziemlich cool sind, finde ich, so. Wo man die Route so machen kann oder so fahren kann, wie man will, kann man bei den anderen Rennern sich auch. Aber wenn man so durch die halbe Stadt immer muss, dann ist das schon was Cooles eigentlich. Ein bisschen zu früh eingelenkt, jetzt wird es auch knapp. Aber naja, es geht. Also so viel ist nicht mehr, aber es kommt noch eine sehr lange Gerade. Beziehungsweise, wenn man es so sieht, 2. Jetzt muss ich nur auf die aufholen. Also nur ist gut, aber ich würde gerne Windschatten haben. Nicht dabei meinen Wagen komplett verlieren. Schnell resette mich. Ist klar. Weißt du, er hätte so viele Möglichkeiten zu fahren und er fährt genau auf der Spur, auf der ich fahre. So, jetzt brauche ich unbedingt Windschatten. So, und jetzt muss ich... So, jetzt geradeaus durch. Wohin? Okay. Gewonnen. Ah, das ist relativ unnötig. Aber wie ich geflogen bin, habe ich einen Wagen weggerammt. Und ich fahre mit dem neuen Fahrzeug weiter, natürlich. Two-wheel-driving can turn a potential wreck into a near miss in heavy traffic. Just hold weight transfer and pull right or left to pop your car up on two wheels and skirt right through those tight gaps. He's got some mad skills. I'll give him that. I got some things to sort out in Paris. This guy seems like he really has a shot to tear it up Euro style. You ever drag Parisian streets at mega speeds? Und jetzt kommt Paris. Da hatte ich in einem Rennen sehr viel Probleme, aber auf einer anderen Schwierigkeitsstufe, glaube ich. Und ja. Weil nee, das war ja später. Aber ja, Paris. Auch in dem Spiel. Sehr schön. Das war halt, hier sind halt mein Freund und ich sehr viel lang gefahren in Midnight Club 2. Und ja. Ich suche mal gerade. Wo ist er? Da hinten sieht man ihn. Da. Vor mir. Den Eiffelturm.
Ich meine natürlich, und der hat sogar zwei Nitrobus, okay. Fahre ich nochmal eben ganz kurz hin. So. Nee, falsch. Ich weiß gerade nicht genau. Ach da, ja. Da sieht man die Stadt schon mal ein bisschen. So. Was das hier sein soll, keine Ahnung. Ich kenne mich jetzt in Paris nicht sonderlich aus. Ich war da auch noch nie. Aber so von dem, was ich gesehen habe, da ist schon eine Ähnlichkeit. Dafür, man muss bedenken, das Spiel ist von 2005, hat auch eine Hardware-Limitierung. Und dafür ist das schon ziemlich... Ja, und hier ist dieser Torbogen, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich glaube, das ist ja irgendwie so ein Kriegsdenkmal oder so. Also wenn ihr es wisst, könnt ihr mal es in die Kommentare schreiben. Und da ist er. Der Eiffelturm. Hier. Kann ich leider, kriege ich leider nicht bekommen, komplett drauf, aber hier unten auch so dieser Sandplatz. Und in Paris gibt es auch so andere schöne Sachen hier in dem Spiel. Aber wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.